Die Mods sind da und damit ganz herzlich willkommen bei Mr. Bauer Gaming mit einem weiteren Video zu den Mods, die heute im Giants Mod Up freigegeben worden sind. Da heute Freitag ist, sind natürlich auch noch die letzten Factsheets zum Kubota DLC herausgekommen. Die schauen wir uns ganz am Ende des Videos an. Hier erstmal noch etwas in eigener Sache. Es ist leider so, dass, obschon wir Giants Partner geworden sind, es noch nicht reicht. Also den Partner-Level, den wir bei Giants momentan haben, erlaubt uns leider nicht, frühen Zugriff zum Kubota DLC zu haben. Daher kann ich leider keine Videos machen bezüglich dem Kubota DLC vor dem öffentlichen Release. Es ist schade, jedoch wenn ihr weiterhelfen wollt, damit wir das irgendwann erreichen werden, einfach über unseren Affiliate-Link DLS-Pakete und Sachen einkaufen. Die Links findet ihr unter dem Video in der Beschreibung. Dieses Video heute wird präsentiert von German Locomotive Driver alias Loki. Ganz, ganz herzlichen Dank, dass du ein Hofkönig bist und für deine stete und treue Mitgliedschaft bei uns auf dem Kanal. Bevor wir mit der Mod-Vorstellung starten, möchte ich mich ganz herzlich bedanken bei Aldo, Florian und Ole für die Abos. Ganz, ganz herzlichen Dank dafür. Heute haben wir bekommen eine neue Karte, 11 neue Mods und 3 Updates. Und mit den Updates geht es auch gleich los. Und zwar mit dem Jens BA 725D von Camilosch 0397. Downloadgröße 7,31 MB in der Version jetzt von 1.0.0.1 und ist für alle Plattformen. Der Changelog sagt, kleine Bugfixes. Das nächste Update kommt für die Maschinenhalle 28x11 von 750Ti Modding Michael LS, Downloadgröße 9,55 MB in der Version jetzt von 1.0.0.1 und ist für alle Plattformen. Der Changelog sagt, beste Abziehbilder. Und wir kommen schon zum letzten Update für heute, und zwar kommt dies für die Profikamera von Mantrit, Downloadgröße 89 KB, jetzt in der Version von 1.1.0.1 und ist für PC und Mac. Der Changelog sagt, Fehler bei Anwendung von Graustufen behoben. Und damit kommen wir auch schon zu der neuen Karte, und zwar heißt diese Brozovka. Diese kommt von Venturio und Piesel, Downloadgröße 812,66 MB in der Version von 1.0 und ist für PC und Mac. Der Text sagt, willkommen bei der Karte von Brozovka. Die Karte bietet 3 Bauernhöfe, Huhn, Kuh und Schwein, Huhn und Schaf, 226 Felder einschließlich Wiesen, 240 Ackerland, 20 Objekte zu finden, also Collectibles, abwechslungsreiches Terrain, Wasserentnahme aus Seen, 3 neue Fahrzeuge auf der Straße, neue Terrain, Farmtexturen, Tankstelle, Biogasanlage, Tierhändler, Strohkauf, Shop Agrotech Roll, Werkstatt Agrotech Roll, Kalkbergwerk, Sägewerk, Tischler, Kauf von Sägemehl, Kauf von Wolle, Shop Dindo, Shop CBA, 2 Molkereien, eine Zuckerfabrik, Bäckerei, Hühnerstelle, Kauf von Getreide, Rübenkauf, Getreidemühle, Gasthaus, Ölmühle, die Baustelle, Getreideaufzug, Kauf von Cerealien. Benötigte Mods? Die Speedkamera, also der Blitzer. Brozovska ist ein Dorf in Polen, und da ist da, wo wir herauskommen, wenn wir uns als neuer Farmer in die Karte reinladen. Wir stehen hier an der Bushaltestelle wie meistens in den polnischen Karten, und wir haben auch hier schon gleich mal ein Collectible, das direkt vor unserer Nase ist. Und das nehmen wir jetzt mal auf, und das gibt uns 50.000 Euro. Also sind dies die Collectibles von Haute Belleron. So, wenn wir hier uns umgucken, dann sehen wir das typische Bild von dem, was man von einer polnischen Karte erwartet. Es handelt sich dabei wahrscheinlich hier um eine Vierfachkarte. Also ich würde sagen, ja, das ist eine Vierfachkarte, daher nur für PC und Mac. Wenn wir starten, dann kommen wir hier an der Bushaltestelle raus. Unser Hof, der liegt hier, da gehen wir jetzt dann auch gleich mal hin. Und zwar gehen wir hier zu Fuß mal diese Strecke lang. Wir sind hier mitten in einem kleinen, sagen wir mal, Dorfteil. Und da gehen wir jetzt einmal lang. Hier ist das Dorfende. Also wir können sehen, Traffic ist da. Hier ist die Einfahrt zum Skupvjor, 500 Meter. Was auch immer dies bedeutet. Wir lassen den mal vorbeifahren. Und wenn wir hier reingehen, kommen wir auch schon zu unserem Hof. Achtung, bissiger Hund.
würde ich mal schätzen, was das hier heißt. Das ist anscheinend unser Farmhaus. Schlafträger gibt es hier also aber nicht. Dann haben wir hier schon mal eine kleine Scheune, einen Unterstand für Fahrzeuge. Wir können hier an der Bodenmarkierung sehen, dass es hier ein interaktives Element gibt. Und zwar ist das hier der Lichtschalter. Des Weiteren haben wir hier drüben weitere Unterstände noch. Hier auch. Hier haben wir schon mal etwas an Equipment stehen. Auch hier hat man noch einmal einen Unterstand, einmal mit einem Rolltor. Und auch hier gibt es ein interaktives Element. Da hat man schon mal etwas Equipment rumstehen. Dann sehen wir hier, dass wir hier ein Hühnergehege haben. Und zwar passen hier rein 100 Hühner. Das ist der Stall hier. Schön dekoriert, also sehr detailreich. Man sieht hier auch die Eier da in den Boxen rumliegen. Richtig schön gemacht. Hier ist die Futterablage. Hier muss man die Kiste aufmachen, damit man das Futter hier einlagern kann. Hier gibt es die Möglichkeit, diese Hilfsmarkierungen zu entfernen. Wenn wir als neuer Farmer starten, dann gehört uns dieses kleine Plot Land zu uns. Das ist einmal der Hof und das Land oder das Feld 152. Das Feld 152 ist 0,35 Hektar groß. Dann gibt es hier weitere Felder nebenan. 0,2 Hektar, 0,5 Hektar. Und das geht dann hoch bis und mit circa 16 Hektar ist wahrscheinlich das größte Feld oder die größte Parzelle. 10 Hektar haben wir hier, 7 Hektar da. Also würde ich mal sagen, würde ich die Felder einstufen, vor allem im Klein und Mittel, mit ein paar Ausnahmen, wo es auch größere Felder gibt. Aber die Limitierung, würde ich hier mal sagen, ist auf jeden Fall die Feldfläche von 16 Hektar. Es gibt auch andere Stücke, die man kaufen kann. Das sind dann diese hier rum, Forstgebiete oder offenes Land. Der Aussaatkalender wurde angepasst. Das ist also nicht die Standardversion, sondern hier wurde überarbeitet, so dass es eigentlich in diesen Längegrad oder Längebereich hier reinpasst. Also das ist wahrscheinlich eher so, wie man das erwarten würde. Zusatzfrüchte gibt es keine. Aufträge gibt es sehr viele. Das ist klar, es sind jetzt enorm viele Felder auf der Karte. Tiergehege haben wir erstmal eines. Da gibt es mehr auf der Karte zu haben dann. Wir schauen uns mal an, welche Produktionsstätten verbaut sind. Und zwar haben wir hier die Geflügelstelle. Da haben wir zwei davon. Da schauen wir uns dann im Detail noch kurz an. Dann haben wir hier die Getreidemühle. Des Weiteren haben wir weitere Produktionen wie die Bäckerei, die Zuckerfabrik und die Milchwirtschaft. Des Weiteren haben wir hier unten die Ölmühle, die Molkerei, die Schneiderei, die Spinnerei, des Weiteren die Schreinerei und hier unten haben wir noch das Sägewerk. Soweit ich gesehen habe, sind diese Produktionsstellen oder Produktionsstätten alle custom oder bearbeitet worden. Das sind nicht die Vanilla-Produktionsstätten, die da sind. Des Weiteren haben wir unter Ladestationen oder natürlich Kaufpunkten haben wir hier eine Tankstelle. Des Weiteren haben wir hier oben einen Kalkbergwerkpunkt. Das heißt, hier kann man wahrscheinlich dann Kalk kaufen fahren. Dann haben wir die Verkaufsstellen oder die Abladestationen. Da haben wir hier Verkaufen. Hier haben wir den Lebensmittelladen. Hier haben wir die Baustelle, den Shop Dino. Dann haben wir hier das Gasthaus. Des Weiteren das Getreidesilo. Hier unten haben wir den Wellenpoll. Dann haben wir dieses hier. Das werde ich gar nicht erst versuchen auszusprechen. Verkauf von Getreide ist hier. Und dann haben wir hier noch den Getreidehändler und den Verkauf von Hackfrüchten. Wenn wir als neuer Farmer starten, kriegen wir als Startequipment zwei Massey Ferguson Kleintraktoren. Einmal den 5S und einmal den 3709. Des Weiteren haben wir einen Rostelmasch Mähdrescher mit einem Schneidwerk und keinem Schneidewerkswagen. Wir haben einen Welger-Anhänger, wir haben einen Pflug, einen Grubber, eine Scheibenecke, eine Sämaschine, einen Striegel, einen Frontlader und eine Palettengabel.
Der Verkaufskatalog zeigt an, dass alle Früchte, die angebaut werden kann, verkauft werden können, sowohl wie auch alle Produkte aus den Produktionsstätten. Also hier gibt es keine Fehler, hier ist alles perfekt organisiert. Wir gehen mal kurz auf einen kleinen Rundflug. Ich möchte hinzufügen, dass ich jetzt im Moment gleich alle Produktionsstätten an uns überschreiben, damit wir die einzelnen Produktionen angucken können. Wir starten mal ganz, ganz oben rechts. Da sehen wir, da gibt es eine BGA und hier haben wir einen Verkaufspunkt. Des Weiteren haben wir hier, wie schon gesehen, diese Geflügelstelle. Hier wird es sehr, sehr laut und hier wird hergestellt. Das hat also nichts mit Geflügel zu tun, sondern hier wird hergestellt aus 1000 Einheiten Stroh, wird 650 Einheiten Mist hergestellt. Davor haben wir zwei auf dieser Parzelle. Also hier kann definitiv mal was anderes hergestellt werden. Hier kann dann der Mist abgeholt werden. Also diese Produktion funktioniert wie ein Stall. Es ist schön, das zu sehen, dass hier sehr viele Deko-Objekte stehen, die man dann leider nicht wegmachen kann, aber sie sind auf jeden Fall mal da. Bringt ein bisschen Stimmung rein. Hier haben wir die Vorhalle. Hier haben wir den von neuem schon mal gesehen gehabt. Und hier haben wir jetzt den großen Hühnerstall, aber der nicht quasi als Stall tätig ist. Hier können wir auch die Seiten, die Futternäpfe hochziehen, so wie man sich das gewohnt ist oder vorgestellt hat. Und wir können auch sehen, dass die Felder oder die Karte nicht flach ist. Also es gibt verschiedene Höhenprofile und Ondulierung in der Geografie. Also hier gibt es definitiv Höhen und Tiefen drin, kleine Täler, kleine Hügel. Hier runter haben wir das Kalk oder den Gesteinbruch. Der Steinbruch. Hier kann Kalk gekauft werden und hier können Steine entsorgt werden. Ihr könnt sehen, also die Produktionsstätten sind alle custom. Hier haben wir einen Verkaufspunkt. Dann haben wir hier drüben eine Produktionsstätte. Das sind dann hier, ich glaube, die Schneiderei und die Spinnerei, die hier dann sind. Ja, eine sehr schöne und interessante Karte, finde ich. Sehr schön gemacht. Ich glaube, da könnte man tatsächlich uns überlegen, ob wir hier nicht sogar unser Mitglieder-Mitmach-Livestream-Serie drauf machen könnte. Das wäre sicher etwas Interessantes hier rein zu starten und dann gemeinsam quasi uns auszuweiten und größer zu werden. Das wäre eine Möglichkeit. Vielleicht die Mitglieder, die da sind, können vielleicht einen Kommentar hinterlassen und das vielleicht ins interne Voting mit einfließen lassen. Hier unten ist der Viehhändler, auch sehr schön dekoriert, also überall sehr viele Dekorationsmaterialien da. Deswegen auch die Downloadgröße von 800 MB und deswegen auch natürlich die Limitierung zu PC und Mac. Ja, ich würde sagen, ich lasse es dabei. Hier unten ist übrigens kurz nördlich die Baustelle. Gibt es auch Custom Sounds hier, genau. Und der Verkehr, der auf der Karte hier unterwegs ist, hat neue Fahrzeuge dabei. Da findet man auch mal einen Traktor mit einem Anbaugerät am Rumfahren, einen Schaufelbagger oder einen Radlader. Die sind auch des Öfteren mal hier unterwegs. Richtig cool gemacht, finde ich. Es hat wirklich dieses ländliche Flair. Gerade wenn auch der KI nicht immer nur mit normalen Fahrzeugen unterwegs ist, sondern eben auch mal ein Landwirtschaftsfahrzeug oder eine Baumaschine unterwegs ist. Richtig cool gemacht. Und in diesem Sinne würde ich sagen, da können wir gleich mal einen chasen. Das sehen wir gleich mal. Und der, der hinterher fährt, der hat natürlich seine Musik an. Also die Stimmung ist cool gemacht, finde ich. Der Sound auch. Ja, da würde ich sagen, haben wir es gesehen von der Karte für jetzt. Und dann würde ich sagen, machen wir weiter mit den neuen Mods. Und die erste neue Mod, die wir uns heute angucken, ist die Vivo BP Series. Kommt von Dutch Modding Corporation. Downloadgröße 3,82 MB in der Version von 1.0 und ist für PC und Mac.
Und zwar kommen diese Ballengabeln von der niederländischen Marke Vivo in zwei verschiedenen Ausführungen. Und zwar einmal diese hier, das ist die BP Series, wiegt 400 Kilo, kostet 650 Euro. Und beim Design kann geändert werden zu BP3, zu BP5, also mit 5 Spießen. Dann das Design kann geändert werden von Standard zu mit Gestell. Also da heißt, man könnte eventuell einfacher 2-3 Ballen übereinander stapeln und zurück zu Standard. Das Design kann hier geändert werden, und zwar der Anbaukupplungstyp von Frontlader-Anbaugerät zum Teleskoplader, Radlader, Kompaktlader und zurück zum Frontlader. Dann haben wir die BP Series Bale Clamp, das ist die, die dann ein bisschen mehr Stabilität natürlich gibt, und zwar mit dem Gewicht von 500 Kilo, Kostenpunkt 1625 Euro. Das Design hier gibt es auch hier, die 5-Spieß-Version oder die 3-Spieß-Version. Das Design 2 hier, das sind die Anbaukupplungstypen, die sind identisch, wie wir schon vorhin gesehen haben. Wir kommen zum Lizard Bogeyman Dolly. Dieser kommt von Mantrid, Downloadgröße 4,39 MB in der Version von 1.0 und ist für alle Plattformen. Und hier kriegen wir einen Tandem-Achsen-Dolly mit einem Gewicht von 3,2 Tonnen, kostet 10.000 Euro. Die Reifenhersteller können gewählt werden zwischen Fredestein, Nokin Tires, BKT, Continental, Michelin und Trelleborg. Dann gibt es hier den Kotflügel lang oder die kurze Version oder ohne Kotflügel. Dann gibt es den Arm, das ist also die Deichsel hier, die kann gewählt werden zwischen Standard und Aufbau, also die verlängerte Version. Damit kann man übrigens auch ganz einfach zum Beispiel Zuckerrohr herstellen, indem dass man das einfach hinten anhängt. Dann gibt es hier Sattelkupplung, Verriegelung, gibt es schonendes Verriegeln, Teilverriegelung, harte Verriegelung oder Sperre deaktiviert. Und ich bin nicht ganz klar geworden, was diese unterschiedliche Funktionen anbietet und was das alles ändert. Das müsste mal schön testen. Auf jeden Fall gehen wir weiter mit der Hauptfarbe. Die kann gewählt werden aus der typischen Farbpalette von Mantrid. Und zwar ist dies enorm groß. Das ist diese hier. Dann haben wir die Designfarbe. Die werden wahrscheinlich die Kotflügel betreffen. Und dann haben wir natürlich noch die Felgenfarbe. Das ist klar, ist für die Felge. So, dann kommen wir zu der nächsten neuen Mod. Und zwar heißt diese 53 Fuß Drop Deck Trailer Pack mit Autoload. Kommt von MacTracker 921, Downloadgröße 22,27 MB in der Version von 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt dieses Pack mit 4 verschiedenen Tiefladern. Zum einen mit den Autoload-Funktionen, und zwar einmal für die Squarebase, für die Quaderballen zwischen 1,80 m und 2,40 m. Dann die Rundballen zwischen 1,25 m und 1,50 m. Dann gibt es für die Rundballen von 1,80 m einen separaten Wagen. Des anderen gibt es noch 2 separate Wagen, jeweils für einmal die runden Baumwollballen und einmal die quadratischen Baumwollballen. Wir schauen uns einmal diesen hier an. Der kommt mit einem Gewicht von 9,1 Tonne, hat eine Arbeitsbreite von 24 Meter. Da kommen wir gleich darauf zu sprechen, warum da 24 Meter angegeben sind. Die Arbeitsgeschwindigkeit liegt bei 24 km/h. Und hier haben wir nochmal die Zusammenfassung der Ballen, die hier geladen werden. Grundpreis ist bei 55.500 Euro. Wir können die Konfiguration ändern von Tieflader zu Ballen automatisch laden, also Autoload für die Ballen. Dann kann man einen Kipperaufbau draufpacken, und der ist nicht klein. Das sind 93,8 Kubikmeter. Das ist also eine große und riesig große Menge. Des Weiteren haben wir die Holzrungen. Und jetzt kommt der Flüssigkeitentank. Da kann man natürlich jede Art von Flüssigkeit transportieren. Und dann kommt der Gülleverteiler hinzufügen. Da sind das diese zwei Elemente hier. Und da kommt dann zum Zuge, was dann die Arbeitsbreite angeht. Also die Streuweite ist hier 24 Meter. Das Füllvolumen für das Fass oben drüber für Gülle liegt bei fast 80.000 Litern, also nicht von ohne. Und jetzt kann man also mit einem Auflieger aufs Feld fahren und mit 80.000 Liter das Feld düngen. Das ist ja nochmal eine Version, ja. Reifenhersteller können gewählt werden zwischen Nokin Tires, Lizard, BKT und Trelleborg. Dann gibt es eine hintere Kupplung hinzufügen. Das heißt, hier könnte man sogar mit einem Dolly oder mit dem Snüffelstück hier noch einmal eine Einheit anhängen. Und zwar kommt hier diese Kupplung hier hin. Bei den Farboptionen haben wir den beim Tieflader haben wir
diese Farbpalette hier. Dann haben wir hier diese Farbpalette hier für den Körper, die Lockgabel und oder die Tankfarbe. Das heißt, wenn ich jetzt hier den Kühleverteiler drauf packe, dann sehen wir, was hier betroffen ist. Des Weiteren haben wir die Abdeckungsfarbe, die ist dann zu finden. Natürlich, wenn ein Kipperaufbau drauf ist, dann kann man hier noch das Cover hinzufügen und das hat dann eben diese Farbe, diese Farbauswahl. Nehme ich jetzt mal etwas herausstehender. Dank Farbe der Tankverkleidung gehen wir wieder auf die Tankversion. Dann nehme ich mal, damit man sieht, Pink. Das ist das hier. Und dann haben wir natürlich die Felgenfarbe. Das ist natürlich klar, die Felge. Und jeden dieser vier Anhänger hier kann also identisch konfiguriert werden. Ja, das war's einmal für diese neue Mod hier. Und wir gehen gleich weiter mit der nächsten neuen Mod. Und zwar ist das die 53 Drop Deck Auflieger Pack mit Autoload. Also das ist fast identisch. Kommt ebenfalls von MacTrucker 921 mit der Downloadgröße von 22,18 MB in der Version von 1.0. Und diese ist jetzt nur für PC und Mac. Ist im Prinzip genau alles identisch, was wir gerade eben gesehen haben. Nur gibt es hier eine zusätzliche Option hier bei der Konfiguration. Vom Tieflader dann zum Ballen automatisch laden und einmal automatisches Laden von Paletten. Dann kommt alles andere, haben wir schon gesehen. Forstaufbau, Flüssigkeit, Tank, Kühlteil, das haben wir alles schon gesehen. Es ist der einzige Unterschied hier. Tatsächlich, dass es hier noch eine Paletten-Auto-Load-Funktion gibt. Da wir die ganzen Auflieger schon besprochen haben, werden wir hier gleich weitermachen, denn wir brauchen das nicht zu wiederholen. Wir kommen zu der nächsten neuen Mod und zwar heißt diese Krone MX und RX Pack. Diese kommt von Schnippel Modding, Downloadgröße 44,74 MB in der Version von 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar bringt dieses Pack zwei verschiedene Ladewagen. Und zwar in zwei verschiedenen Größen jeweils. Wir haben den MX330, das ist dieser hier. Der hat ein Ladevolumen von 33 Kubikmeter, wiegt 9,9 Tonnen, braucht 120 PS, hat eine Arbeitsgeschwindigkeit von 17 km/h und kostet etwas mehr als 113.000 Euro. Hier kann eine Abdeckung hinzugebaut werden, ja oder nein. Die Reifenhersteller können gewählt werden zwischen Michelin und Friedestein und BKT. Dann gibt es Dosierwalzen, die hinten hier reingebaut werden können. Einmal nein und einmal ja. Zusätzlich kann natürlich noch ein Siliermitteltank hinzugebaut werden und das ist dieser hier. Des Weiteren haben wir den MX370. Das ist dieser hier, hat eine etwas andere Bauart, hat ein Ladevolumen von 37 Kubikmeter, wiegt 10,8 Tonnen, braucht 140 PS, hat die Arbeitsgeschwindigkeit von 17 km/h und kostet knappe 123.000 Euro. Auch hier haben wir dieselben Einstellungsmöglichkeiten, wie wir eben gesehen haben, die Abdeckung und so weiter und so fort, wie auch natürlich der Siliermitteltank, der hier etwas kleiner ausfällt. Dann haben wir den RX360, der hat ein Ladevolumen von 36 Kubikmeter, wiegt 11,6 Tonnen, braucht 150 PS, die Arbeitsgeschwindigkeit liegt ebenfalls bei 17 km/h und kostet gute 137.000 Euro. Auch hier gibt es dieselben Einstellungsmöglichkeiten. Dann haben wir als letztes noch den RX400, das ist dieser, hat ein Ladevolumen natürlich von 40 Kubikmeter, hat ein Gewicht von 12,1 Tonne, braucht 170 PS, hat die Arbeitsgeschwindigkeit von 17 km/h und kostet knappe 147.000 Euro. Auch hier haben wir dieselben Einstellungsmöglichkeiten. Wir kommen zum Mandako 5-Plex Roller. Dieser kommt von Mandako, Downloadgröße 14,44 MB in der Version von 1.0 und ist für alle Plattformen. Und ich glaube gelesen zu haben, dass Mandako eine neue Marke ist. Die sollten im Prinzip eigentlich, glaube ich, dieses Wochenende eingeführt werden mit einem Paket. Aber das ist dann wieder eine andere Geschichte. Hier haben wir schon einmal diesen hier. Dabei handelt es sich natürlich um eine Walze. Die wiegt dann 23,5 Tonnen, braucht 425 PS und hat eine wuppige Arbeitsbreite von knappen 23 Metern. Die Arbeitsgeschwindigkeit liegt bei 15 km/h und der Preis bei 110.000 Euro. Die Farbe kann gewählt werden zwischen Schwarz und Grün. Wir kommen zum Labbe Rothil C35. Dieser kommt von Agri Design Modding, Downloadgröße 10,12 MB in der Version von 1.0 und ist für PC und Mac. Und zwar ist dies ein Grubber mit dem Gewicht von 3,2 Tonnen, braucht 185 PS, hat eine Arbeitsbreite von 62 Metern, 12 km/h ist die Arbeitsgeschwindigkeit und kostet 21.700 Euro.
Wir kommen zum Venhuis 6800. Dieser kommt von Dutch Modic Inc. Downloadgröße 5,48 MB in der Version von 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar ist dies natürlich ein Güllefass. Kommt mit einem Volumen von 6,8 Kubikmeter, wiegt 2,5 Tonnen, braucht 40 PS, hat eine Arbeitsbreite oder Streuweite von 9 Meter, Arbeitsgeschwindigkeit liegt bei 17 km/h und kostet 12.000 Euro. Die Reifenhersteller können gewählt werden zwischen Michelin, BKT, Friedestein und Trelleborg. Es gibt bei den Reifenvarianten verschiedene Versionen, einmal Einachser oder die Tandem-Version. Dann gibt es beim Design hier den gelben Verhuis-Aufkleber und einmal den transparenten Venhuis-Aufkleber. Ist nicht gut sichtbar, weil natürlich hier die Grundfarbe auch gelb ist. Da ändern wir diese mal hier und zwar auf verzinkt und dann kann man es hier besser sehen. Dann können wir hier sagen, einmal den Aufkleber in gelb, den transparenten oder keinen Aufkleber. Des Weiteren können wir die Designfarbe ändern. Das ist die hier und betrifft natürlich das Fahrgestell. Und die Felgenfarbe ist klar, betrifft natürlich die Felge. Und damit kommen wir schon zu der letzten neuen Mod, was die Geräte betrifft. Und zwar heißt dieser IMT Plus, kommt von, Achtung, Udruschenie Nesavishni Modera, Downloadgröße 8,38 MB in der Version von 1.0 und ist für PC und Mac. Und zwar kommen diese in einem Pack von 4 verschiedenen Pflügen. Der erste hier ist der 756er 10er, der wiegt 350 Kilo. Braucht 30 PS, hat eine Arbeitsbreite von 0,7 Metern, Arbeitsgeschwindigkeit 14 km/h und kostet 1500 Euro. Des Weiteren haben wir die 20er Version, die hat natürlich dann zwei Scharen, wiegt 740 Kilo, braucht 50 PS, hat eine Arbeitsbreite von 1 Meter, Arbeitsgeschwindigkeit 14 km/h und kostet 2000 Euro. Dann haben wir die 30er Version, da ist fast alles identisch, nur braucht diese 80 PS, wiegt 740 Kilo und hat die Arbeitsbreite von 1,4 Metern. Der Preis 2500 Euro. Und zu guter Letzt haben wir die 40er Version, die wiegt 840 Kilo, braucht 120 PS und hat die Arbeitsbreite von 1,80 Meter. Wir kommen zum BIN 100. Dieser kommt von DanielX321, Karas Mods und Klime. Downloadgröße 8,91 MB in der Version von 1.0 und ist für PC und Mac. Und zwar ist dies natürlich zu finden in der Baumenü unter Gebäude und Silos. Ist dieses Silo hier, Kostenpunkt zum Platzieren, 120.000 Euro, Unterhalt pro Tag 25 Euro. Dann gibt es noch die Erweiterung dazu, das ist diese hier, Kostenpunkt zum Platzieren, 50.000 Euro und Unterhalt pro Tag 10 Euro. Die Erweiterung hat ein Fassungsvolumen von 100.000 Liter und das Silo hat ein Volumen von 200.000 Litern. Hier kann man die Plane entfernen, damit man die Sachen einfüllen kann. Und hier können wir den Überladestutzen anbauen, damit man auch hier abladen kann. Das heißt, ich nehme jetzt die Abdeckung wieder zurück und dann kann ich jetzt hier abzapfen. Ansonsten kann ich das wieder wegnehmen. Dann ist dieses Rohr hier geparkt und kann die Plane wieder wegnehmen. Wahrscheinlich sind hier Scripts verbaut, deswegen ist dieses Silo jetzt tatsächlich nur mal für PC und Mac. Und damit kommen wir auch schon zu der letzten neuen Mod. Und zwar heißt diese alte hölzerne Scheune. Diese kommt von Matei Mods, Downloadgröße 12,16 MB in der Version von 1.0 und ist für alle Plattformen. Ist natürlich zu finden im Baumenü unter Gebäuden und Hallen. Ist diese Halle hier. Kostenpunkt zum Platzieren 45.000 Euro. Unterhalt pro Tag 15 Euro. So, das ist schon mal ein erster Einblick in diese Halle rein. Ist zweigeteilt, hat hier eine Lichtfunktion. Die geht tatsächlich an. Durchfahren kann man hier nur zum Teil. Also hier zum Beispiel in diesem Bereich kann man nicht durchfahren. Ist nicht dafür gedacht. Hier gibt es wieder den Durchgang hier. Des Weiteren haben wir hier noch ein bisschen dekoratives Material, was hier angebaut oder verbaut ist. Hier hat man nochmal eine einzelne Garage hier quasi.
Und wie eingangs schon angetönt, ist heute Freitag und daher kamen auch wieder drei neue Factsheets heraus, und zwar zum Kubota DLC, was am Dienstag, am 28.06. erscheinen soll. Wenn du dich entscheiden solltest, dieses Kubota DLC zu kaufen, dann mach es bitte über den Link in der Videobeschreibung unten drunter, damit du dem Kanal hilfst und wir damit einen Schritt näher kommen, damit wir auch beim nächsten DLC schon einen früheren Zugang haben. Das erste Factsheet, was heute gekommen ist, betrifft den Kompaktlader SSV75, natürlich ein Kompaktlader, kostet 56.500 Euro, hat eine Leistung von 74 PS, wird manuell geschaltet, hat eine Tankfüllmenge für Diesel von 102 Litern, Maximalgeschwindigkeit liegt bei 19 km/h und wiegt knappe 4 Tonnen. Das zweite der Factsheets ist der RTV XG 850 Sidekick, das ist natürlich dieses Auto hier. Kostenpunkt liegt bei 11.500 Euro, hat eine Leistung von 58 PS, wird automatisch geschaltet, hat eine Tankfüllmenge für Diesel von 33 Litern, Maximalgeschwindigkeit liegt bei 65 km/h, wiegt 995 Kilo und hat ein Ladevolumen von 430 Liter für Schüttgüter. Und ja, das ist unten, sieht man, was das alles aufnehmen soll. Wir werden auch mit dem Kubota DLC zusammen, werden wir die Möglichkeit bekommen, eben Beifahrer zu nutzen. Es ist aber klar, dass man dies nur machen kann, wenn man das Kubota DLC besitzt. Und das letzte der Factsheets betrifft die M8 Series, natürlich ein Traktor. Kostenpunkt 162.000 Euro, hat eine Leistungsspanne zwischen 180 und 200 PS, wird automatisch geschaltet, hat eine Tankfüllmenge für Diesel von 375 Litern, 35 Litern DEF, Maximalgeschwindigkeit liegt bei 50 km/h und wiegt 8,1 Tonne. Tja, das war es dann auch schon wieder mit den Mods von heute und den Factsheets. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Dabeisein, fürs Einschalten und natürlich auch fürs bis zum Ende gucken. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Falls ja, dann lass doch gerne deinen Daumen da. Hol dir das kostenfreie Abo ab, wirst du keine weiteren Inhalte auf diesem Kanal verpassen. An dieser Stelle möchte ich mich nochmal ganz herzlich bedanken bei German Locomotive Driver oder alias Loki für seine Mitgliedschaft und für das Sponsoring dieses Videos. Ich habe gehofft, dass wir dieses Wochenende schon frühen Zugriff haben auf das Kubota Pack, was leider nicht möglich ist, weil wir natürlich erstmal auch noch als Giants Partner wachsen müssen. Daher, wenn immer ihr etwas hört, dass jemand etwas kaufen möchte bezüglich des Farming Simulators oder Landwirtschaftssimulator, bitte teilt meinen Link oder die Links, die unter dem Video Beschreibung sind, oder einfach den Partnercode MR eingeben, damit uns quasi diesen Verkauf dann zugeschrieben wird. In dem Sinne wünsche ich euch ein wunderschönes Wochenende. Ich denke nicht, dass morgen was kommt. Auf jeden Fall wünsche ich euch alles Gute. Hoffentlich ist die Hitze nicht zu groß. Falls ja, dann springt ins Wasser, egal ob das Freibad ist, ein See oder natürlich das Meer. Bis denn, danke, tschüss und hasta luego.